Punkt 17 Uhr, Kickoff Straubing Spiders. Der Kick ist unterwegs. Kommt kurz. Die Receiver haben sich wieder gesplittet. Schön zu sehen. Der Running Back, Ballübergabe angetäuscht, Pass über die Mitte auf die Nummer 11, auf Mailand Bacher. Und da ist der Touchdown und da ist die frühe Führung für die Adler. Touchdown Mailand Bacher. Da fühlte sich keiner verantwortlich für den Mann in der Mitte, der schnappt den Ball, startet durch und läuft fast unberührt in die Endzone. Die Männer von Lee Rowland haben seinen Gameplan gerade hervorragend umgesetzt und jetzt der Extrapunkt. Der Kicker ist Iiro Pekkarinen, ein sehr junger Finne, der im ersten Spiel vor allem mit einem Punt bis an die 1-Yard-Linie ein Ausrufezeichen setzte. Running back im Backfield, der kriegt den Ball, Patrick Oliveira tankt sich durch und hat immer noch den Ball, wird von der gesamten Spiders Defense, die Offense pusht und pusht und pusht und Touchdown. Mit vereinten Kräften wird Patrick Oliveira in die Endzone gepusht. Touchdown Berlin Adler. Patrick Oliveiras zweiter Saison-Touchdown. Der Extrapunkt wieder Iiro Pekkarinen. Ball kommt, Snap etwas verunglückt, aber Ball kommt, diesmal schaut Kimono nach links, der Pass kommt, der Ball wird gefangen und Touchdown Berlin Adler durch die Nummer 3, Joe Walden. Man konnte schon erahnen, dass er den nächsten Touchdown erzielen wird. Er wurde immer wieder von Zach Kavanaugh angeworfen und diesmal stand er in der Endzone, fängt den Ball. Neuer Spielstand, Adler 19, Spiders immer noch bei 0 und jetzt kommt der Extrapunkt wieder durch Iiro Pekkarinen. Die 20 der Holder, übrigens Simon Meyerhoff, und der Extrapunkt ist damit. Snap kommt, Dropback und hoher Ball in die Endzone. Flagge auf dem Feld. Touchdowns, Straubing Spiders. Aber noch eine Flagge auf dem Feld. Strafe gegen die Berlin Adler, damit die ersten Punkte für die Straubing Spiders in dieser Saison. Knapp 2 Minuten vor Ende des Spiels. Die angetäuschte Ballübergabe passt nach außen auf die rechte Seite auf Mailand Bacher. Der hat keinen Gegenspieler, läuft unberührt in die Endzone. Nächster Touchdown für die Berlin Adler durch Mailand Bacher, der auf 27-6 erhöht und damit vermutlich, man soll nie zu schnell den Deckel drauf machen, aber vermutlich für die Entscheidung sorgt. Jetzt innerhalb ihrer eigenen Division versuchen, dem drohenden letzten Platz aus dem Weg zu gehen, indem sie die Gegner, die in ihrer Division sind,